Nach dem mittelalterlichen Spukschloss erwartet uns das Öko-Haus in Luigi's Mansion 3. Ich bin bereit. Ihr auch? Perfekt, dann können wir ja los. Das Öko-Haus müsste die zweite Demo sein, die ich gespielt habe. Die deutlich weniger im Umlauf war. Einfach weil sie auch nicht public war. In meinem Video musste ich auch ziemlich viel schneiden, wegen dem Zeitlimit. Sprich, ihr werdet da jetzt weniger von gesehen haben als vom Spukschloss. Und ich bin gespannt, was ich noch nicht kenne. Denn die ganze Etage habe ich natürlich nicht gespielt. Aber auch hier wird es wieder gruselig werden. Das ist mal klar. So, dann wollen wir doch mal schauen. Ich habe hier am Anfang, genau, einen Fußball in der Demo gefunden, den es auch diesmal wieder gibt. Und mit dem lassen sich diese Blumentöpfe abschießen. So kommen wir an eine goldene Spinne ran. Jetzt weiß ich nicht, was es da noch gab. Geldscheine. Weiß zwar nicht, warum man die in den Blumentopf steckt, aber gut. Da schaut halt auch keiner nach. Irgendwie komme ich durch dieses Spiel auf verrückte Ideen, um Geld zu horten. Einfach um sich vor Einbrechern zu schützen. Also glaubt mir, mein Haus ist gut gesichert. Ich habe sogar Videoüberwachung, aber sicher ist sicher, nicht wahr? Man kann nie sicher genug sein. Deswegen stecke ich jetzt einfach mal ein paar hundert Euro in Blumentöpfe. Das scheint ja zu funktionieren. Kann ja nicht jeder so akribisch suchen wie Luigi. Ich glaube, die meisten haben da gar keinen Bock zu. Und werden einfach wieder gehen. Naja, bester Abwehrmechanismus ist und bleibt der Hund. Aber den hat Luigi nicht. Wäre vielleicht auch was gegen die Geister. Weiß ja nicht. Was haben wir hier für gespenstische Bilder? Wobei, das kennen wir ja schon. Es sind eigentlich immer dieselben Motive. Außer das hier. Ich glaube, das ist neu. Oder ist es die Pflanze? Ah ja, die Pflanze davor. Okay, ich wusste nur noch, dass hier ein Edelstein ist. Ein Stern, um genau zu sein. Oder eher eine Blüte? Was soll das darstellen? Eine Blüte wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, das Öko-Haus hat mir auch echt gut gefallen von dem, was ich gesehen habe. Und es wird auch nicht leicht. Ich glaube übrigens, es ist besser, wenn wir hier mit dem Strohblitz gegen die Tiere arbeiten. Das geht schneller. Andererseits, die Blumen muss ich ja absaugen. Was haben wir denn da? Eine Kobra! Aufgepasst! Die können gefährlich werden, aber wenn man sie besiegt, gibt's ordentlich Goldbarren für. Cool. Ja, und da muss man auch wirklich gefasst drauf sein. Es treiben sich nämlich in den hohen Gräsern einige Kobras rum. Jetzt habe ich gar nicht nach oben geguckt. Ist da vielleicht auch noch etwas? Nein, oder? Oder in der Ecke? Nee. Ich bin mal wieder zu gründlich, ja? Ich höre euch ja schon. Aber seht ihr, man findet immer mal wieder was. Und wir wollen ja erneut einen Highscore aufstellen, oder? Habe ich alle Geldscheine schon eingesaugt, die hier gerade runtergeflogen sind? Hatte ich nämlich gar nicht den Eindruck. Und schwupps, und schwupps. Ach, Moment. Hier, diese Pflanzen kann man, glaube ich, anleuchten, oder? Kann man nicht? Okay, hab mich geirrt. Die waren das. Hier, die da. Diese geschlossenen. Genau, die haben ein bisschen zu wenig Licht abbekommen. Wie ich. Deswegen bin ich so weiß. Nein, das liegt tatsächlich am Haupttyp. Ich werde das immer wieder gefragt. Es liegt am Hauttyp, Leute. Kann da nichts dran ändern.
waren schon, ich war schon in den heißesten Ländern. Teilweise direkt am Äquator. Bin dann für ein paar Wochen etwas bräunlicher, aber es setzt sich dann schlussendlich doch wieder auf diese furchtbar weiße Farbe zurück. Ist nicht ganz so schlimm wie bei den meisten Engländern beispielsweise, aber ja, einen gewissen Ton hätte ich schon ganz gerne. Aber hey, man kann nicht alles haben. Ey, du blöde Maus, was willst du? Ich glaube, ich spinne. So, jetzt cooles Secret. Pass auf, das habe ich auch erst beim zweiten Durchspielen der Demo gesehen. Man findet halt doch immer wieder was Neues. Der Baum lässt sich öffnen und hier gibt's drei. Wiederhole, drei Goldfledermäuse. Beste. Die Ausbeute kann sich sehen lassen. Da kommen noch ein paar mehr Scheinchen aus dem Gras geflattert. Ja, immer her damit. Aber meine Kritik, die ich an der Demo hatte, die zieht sich auch durch das Hauptspiel durch. Es ist mir manchmal ein bisschen zu viel, was man sammeln kann. Also, ich meine jetzt schon wieder. Wo kommen dann die ganzen Geldscheine her und warum? Hätte doch gereicht, wenn man da vielleicht einen Goldbarren oder so reingeklatscht hätte. Weil so verplemper ich jetzt so viel Zeit mit den Münzen, aber da kommt ja wirklich immer wieder was Neues raus. Man will ja natürlich auch einen Highscore aufstellen, ne? Ist ja klar. Das dauert auch ewig. Also es gibt vielleicht wirklich ein bisschen zu viel Geld in dem Spiel zu finden. Aber wir wollen ja nicht rumheulen. Das Game ist geil und jetzt geht's weiter. Na, gibt's denn sowas? Als ob da einfach schon der Aufzugknopf rumliegt. Und die Raben sind mir entkommen. Mist. Naja, wir sehen uns natürlich erstmal um. Wir finden auch hier in den Gräsern Münzen und Goldbarren. Also das ist schon abnormal. Wenn das doch mal im realen Leben so wäre. Weißt du, gehst in den Park und kommst dann als Millionär zurück nach Hause. Warum nicht? Das wäre doch mal was. Aber nein. Man tritt nur in Hundescheiße. Zumindest wenn man es mit Hundehaltern zu tun hat, die nicht so wirklich auf die anderen achten. Was gar nicht geht. Gehört sich schon, das wegzumachen. Machen wir schließlich auch. Nicht wahr, Polterpinscher? Er kommt zum passenden Moment und will mich scheinbar auch dazu zwingen, hier jetzt den Knopf zu nehmen. Aber Momentchen mal. Hier drüben gibt es noch ein Spaßschwein. Warum auch immer. Irgendjemand hat es da verloren. Vermutlich ein Kind. Wir schnappen es uns. Inklusive dem anderen Shit, der hier ist. Ja, und dann können wir das Öko-Haus auch wieder verlassen. Das war alles, Leute. Fertig. Natürlich nicht. Das Wunder der Natur. Oder wurde hier ein bisschen manipuliert? Jedenfalls krass, was hier aus dem Boden gewachsen ist. Tja,
Und der Aufzugknopf befindet sich nun ganz oben auf dem Baum? Piranha-Pflanze? Eine Mischung aus beidem? Ich weiß es auch nicht so recht. Am Anfang sah es nach Piranha-Pflanze aus. Also fleischfressende Pflanze. Letzten Endes ist es aber eher ein Baum, oder? Wir gucken mal. Oh oh. Dann macht er uns einfach mal die Brücke kaputt. Dieser Bossgeist meint es ernst. Aber das Coole an der Sache ist, dadurch kann Luigi jetzt Tarzan spielen. Natürlich braucht man genug Schwung, sonst funktioniert das nicht. Was haben wir hier? Wow, ein riesen Ananasbaum. Wir werden auch immer mal wieder auf Ananas treffen. Da steht der Geist nämlich drauf. Schade, dass die Hälfte des Geldes einfach so runtergefallen ist, aber da können wir nichts machen. Gucken wir mal in diesen Raum hinein. Alles ziemlich überwuchert. So haben es die Veganer gerne. Spaß, Leute. Spaß. Ja, es ist aber schon ein bisschen zu grün. Außer es ist alles Hanf. Dann geht's klar. Auch ein Spaß. Liebe Polizisten und alles in dem Bereich, was mir zuguckt. Natürlich habe ich nichts daheim. Ach so. Wie kommen sie denn darauf? Auf keinen. Themawechsel. Da ist eine Truhe. Mit Geldscheinen drin. Passt. Dafür sind sie ja auch da. Die Pflanzen eher weniger, aber auch hier jede Menge Geldscheine. Moment mal, ist der Nachtkasten weg? Nö, den gibt's einfach gar nicht. Okay. Das sah so aus, als würde da eine Schublade fehlen. Aber offenbar wurde am Nachtkasten gespart. Ah ja, und weiter kommt ihr natürlich, indem ihr hier die ganzen Blätter absaugt. Die Tür befindet sich dahinter. Genauso wie dieses Münzbild hier. Aber lasst uns doch erstmal die Gegenstände auseinanderreißen. Und das Zimmer zerstören. Komme ich auch noch irgendwie an diese Topfpflanzen da hoch? Nee, die sind ein bisschen zu hoch gelegen. Okay. Dann haben wir da noch einen Schrank. Aber ich glaube, da ist gar nichts. Oder? Nee, irgendwie nicht. Aus dem Münzbild kommt ja gar nicht so viel raus, wie ich dachte. Das lohnt sich ja fast gar nicht. Alter, wir sind deutlich verwöhnter. Für die paar Münzen stehe ich doch nicht mal aus dem Bett auf. Hier, guck mal, das will ich hier sehen. Ja, man kann schon echt richtig viel collecten hier. Und das Bett, das sollten wir im Blick behalten. Diese Pflanzen, die wachsen auch ziemlich schnell nach. Deswegen sollte man sie eigentlich alle nacheinander sofort auseinander reißen oder blenden. Weil man sonst nicht mehr weiß, bei welchen man schon war und bei welchen nicht. Und ich sehe, hier haben wir eine Schublade. Und das nicht ohne Grund. Luigi, da ist etwas für dich. Hier geht's nämlich rauf aufs Bett. Und da drin haben wir einen Edelstein. Ja, wunderbar. So, jetzt schnell runter. Hier sind noch einige Papierscheinchen, die wir nicht verpuffen lassen wollen. Ja. Alle bekommen wir natürlich nicht, sind aber auch super viele gewesen. Okay,
Und dann können wir endlich weiter. Aber für die Räume hier in diesem Bereich werden wir vermutlich ein bisschen länger brauchen. Wir kommen nicht einfach so weiter. Ich habe doch eine Pollenallergie. Das ist unfair. Dieses Jahr war sie wieder ein bisschen effektiver als die anderen zwei Jahre. Also es ist zwar trotzdem eine Verbesserung zu spüren, weil sich wahrscheinlich meine Zellen dem letzt erneuert hatten. Das passiert ja alle 7 Jahre, sagt man. Und dabei können wohl auch Allergien verschwinden. Bei mir ist das so teilweise passiert. Aber eben noch nicht zu 100%. Das heißt nichts. So. Warte, kann ich euch beide vielleicht rankriegen? Das wäre cool. Jo! Schön, das gibt wieder einen Goldbarren. Yes! Da, 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 da. Das war wirklich unfair, mit so einer Pflanze zu kämpfen. Wenn du eine Pollenallergie hast, dann bist du die ganze Zeit nur am Niesen und kannst gar nicht richtig. Gar nicht richtig saugen. Sehr, sehr unfair. Oh mein Gott! Und dieser Raum treibt das alles auf die Spitze! Wow, Goldmaus, 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 komm her! Hab ich nicht. Wow. Crazy! Sind das Kirschblütenblätter? Sieht ein bisschen so aus, ne? Die sind zwar schön, aber so viele auf einmal? Etwas übertrieben. Ah, eine Kobra! Die hängt mir im Nacken! Was zur Hölle? Erst dachte ich, die hat mir den Arsch gebissen. Aber nee. Hängt mir im Nacken. Alle hängen sie mir im Nacken. Ganzen unseriösen Firmen, ihren schlechten Placements. Oh! Edelsteinchen. Kommt man noch safe irgendwie hier runter dran, ne? Ah ja, ich kenne den Raum. Das habe ich, glaube ich, in diesem Gameplay-Video von Nintendo gesehen. Wurde das nicht auf der E3 oder sowas gezeigt? Im Treehouse. Ja, richtig. Diese Röhren hier, die sind, glaube ich, miteinander verbunden und bringen mir dementsprechend nichts. Aber die hinter den Blättern, die führt zum Edelstein. Das war aber noch nicht alles. Da kommen wir auch noch rein. Zack. Genau. Ne? Wieso geht das nicht? Jetzt. Ich glaube, ich musste warten, bis die Bretter verpufft sind. Warum auch immer. Ja, dann haben wir hier noch eine Truhe mit jeder Menge Goldbarren. Tipptopp. Freut mich. Hof, Luigi. Gucken wir uns noch die Toilette genauer an. Weißt du, bist du jedes Mal ganz gehypt drauf, Luigi. Kann ich verstehen. Tut mir leid. Muss aber sein. Mehr scheint hier erstmal nicht zu sein, oder? Ist noch irgendwas in dem Spiegel? Nee, ne? Spiegel sind immer ganz auffällig. Ja, ich habe auch schon mitbekommen, ich habe was verpasst auf der Herrentoilette Etage 4 oder so. Holen wir nach. Da konnte man was im Spiegel sehen. Alles bei Zeit. Okay, hier ist nichts mehr. Dann weiter. Ich sagte ja, wir sehen diese Ananas noch häufiger. Aber was ist das bitte für eine Monster-Ananas? Das kommt wohl vom ganzen Spritzen. Ey! Aufhören! Schluss damit.
Ja, genau, alles fällt nach unten. Wie soll ich denn das aufsammeln? Geht ja gar nicht. Betrug! Ach man, schade. Diese Passage erinnert mich auch sehr an Donkey Kong Arcade. Hat der Gärtner vielleicht ein bisschen zu viel gespielt? Oh, oh, hier ist es ziemlich dornig. Aufgepasst. Wir suchen uns einen anderen Weg. Oder zumindest die Wurzel allen Übels. Wie bekommen wir diese Dornen weg? Hier vielleicht. Ja, aber nicht so, wie wir es wollten. Auch da kann man dran zupfen. Bringt erstmal nicht so viel. Aber ich schlage vor. Wir hauen dieses Teil da gegen das Waschbecken und nehmen generell das ganze Bad jetzt mal auseinander, weil das ist schon so alt, das gefällt mir nicht. Das tauschen wir aus gegen ein neues. So. Auch diese Jacuzzi-Wanne ist nicht mehr so neu. Da gibt es bestimmt schon was Besseres. Das Klo stinkt wie die Hölle. Machen wir weg. Ach, guck mal. Hier. Damit geht's weiter. Das war nämlich genau die Ranke, die wir gesucht haben. Perfekt. Moment, was glitzert da? Gar nichts? Okay, bisschen komisch. Wie auch immer. Auch hier können wir das Ding dagegen hauen. Gut, das wollte ich jetzt ein bisschen präziser machen. Moment. Da, die komische Sitzbank kann zerstört werden. Dann einmal blasen. Und wir kommen an eine Perle ran. Cool. Geht bei mir jetzt natürlich alles schneller, weil ich es von der Demo kenne. Aber nicht mehr lange, dann wird es auch für mich blind hier. Was war denn hier nochmal? Gab es da einen Edelstein? Okay. Das ist irgendwie gar nichts. Keine Ahnung. Oh oh. Oh, eine neue Art Gegner. Die gab's, glaube ich, auch in den anderen Teilen. Aber sie haben sich ein bisschen verändert. Das sind diese Geister, die sich immer an Luigi dran geheftet hatten und ihn gewürgt haben. Jetzt können sie sich aber zusätzlich noch unsichtbar machen. Das Gute ist jedoch, wir sehen den im Spiegel. Und ich weiß, dass du direkt vor mir bist, du Sau. Attentat misslungen. Aber das war's noch nicht. Ich wusste doch, dass da irgendwas war. Alter! Ein getunter roter Geist. Bei meinem ersten Mal spielen, als ich... Junge. Als ich nicht mal den normalen roten Geist kannte, ging es hier richtig ab, weil der super stark ist. So, wir können ihn nicht blenden, weil er nichts sieht. Oder? Können wir? Von hinten? Können wir vielleicht trotzdem saugen? Nein, wir müssen ihm erstmal die einzelnen Blätter von seinem Face wegsaugen, sonst können wir ihn nicht bezwingen. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht mit dem Stampfer etwas einfacher geht. Ja, doch. Der Stampfer hat was gebracht, Leute. Der Stampfer hat was gebracht. Und jetzt sollten wir ihn zähmen, weil er hat mir schon dreimal in die Fresse gehauen. Ich glaube, ich muss nachher zum Zahnarzt. Aber du musst ein neues Kreuz anlegen lassen. Das wird teuer, mein Lieber. Oh, selbst der ist jetzt unsichtbar.
Okay, aber kein Problem. Der ist so riesengroß. Mit dem aufgeladenen Stroboblitz treffen wir ihn auf jeden Fall und vernichten ihn hiermit. Puh, das kann man schon fast als kleinen Mini-Boss-Raum betrachten. Hat echt richtig reingehauen. Ich habe mich aber fast ein bisschen zu häufig treffen lassen. Vor allem dafür, weil ich ja schon mehr oder weniger wusste, was passiert. Naja, aber das zeigt auch nochmal, dass die echt nicht ohne sind. Vor allem, weil der Typ direkt und völlig aggressiv auf einen zurennt. Die ganze Zeit. Weil er halt nichts sieht. Er hat irgendwie Panik oder so. Oh no. Schon wieder diese Dinger. Diesmal gleich zwei nacheinander. Okay, aber perfektes Timing von Luigi. Sorgt dafür, dass wir auch hier ohne Problemchen durchkommen. Wow, what the hell? Erneut ist unser Weg abgeschnitten. Dann schauen wir mal hier hinein. Und das, liebe Leute, ist der geilste Raum ever. Alle, die mein Preview-Video gesehen haben, wissen es bereits. Hier liegt eine, wie habe ich es genannt, Kreissäge rum. Aber ihr habt alle gesagt, das ist keine. Ist auch egal. Nennen wir es einfach eine Säge. Ja, auf Nummer sicher. Ich gehe auf Nummer sicher. Ich sage jetzt nicht Motorsäge, ich sage nicht Kreissäge, ich sage nur Säge. Und mit der können wir halt einfach mal das gesamte Hotelzimmer auseinandernehmen. Aber so wirklich richtig krass auseinandernehmen. Die ganzen Truhen werden hier zerschnitten. Das Bett wird in seine Einzelteile zerlegt. Die Schränke kommen gleich noch dran. Das Gras, Schubladen, Nachtschränke, everything, ja. Der Wecker ist gerade rausgesprungen, aber der kann gerne zersägt werden. Scheiß Wecker, ich hasse dich. Lass mich einfach schlafen, Mann. Denkt sich wahrscheinlich jeder von uns in der Früh. So. Dann hier die alten Playboy-Heftchen zersägt, bevor es Mami oder Freundin sieht. Ja, sowas machen wir ja nicht. Schnell zersägen. Existierte niemals. Dann haben wir hier noch ein Münzbild. Aber ich glaube, da muss man tatsächlich aufpassen, weil das kann man zerstören. Ist aber eine dumme Idee. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob es eine dumme Idee ist, den Schrank einfach so zersägen. Vielleicht wäre es klüger gewesen, wenn wir ihn erstmal erkundet hätten. Aber andererseits, wenn da Geld drin gewesen wäre, hätte es doch, rein logisch betrachtet, trotzdem rausfliegen müssen, oder? Eigentlich ja schon. Ich guck mal, kann ich es jetzt zersägen, das Bild? Müsste eigentlich gehen. Ja. Feier ich. Ach, ich wollte mir eh eine neue Couch holen. Kann weg, das Scheiß da. Uralt. Hat mir meine Oma geschenkt. Ist nicht mehr ganz mein Style. Das kommt weg. Warte mal, ich muss kurz das wichtige Zeugs hier aufsaugen. Das Sägen macht so viel Spaß, aber jetzt verliere ich sogar den Überblick über das Geld. Was nicht so gut ist. Bam, 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 bam. Wie Luigi da am Rumfuchteln ist. Geil, Alter. Dem gefällt das auch. Ja, enjoy. Heftig. Kann man da durchgucken? Ich glaube, da kann man Luigi reinschicken. Bin mir gerade nicht sicher. Da hinten kann man auch Luigi reinschicken. Aber haben wir doch mal hier den Weg frei. Aber, shit. Weitergehen ist nicht. Holy shit. Luigi. Er wird erdrückt. Und jetzt in schöner Horrorfilm-Manier muss Luigi mit der Kreissäge den ekligen Arm zerschneiden. Das ist so geil gemacht einfach. Ich liebe alles an dieser Szene hier in diesem Raum. Es ist so verdammt geil gemacht. Mir ist jetzt aber die Zeit ausgelaufen. Wir schauen uns den Rest
in der nächsten Folge an. Danke fürs dabei sein und nächstes Mal wird's dann auch blind. Also bisher kannte ich alles in dieser Etage, aber nachher kommen Räume, die ich noch nie gesehen habe.